Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Wir sind hier beim Zauberwald stehen geblieben im letzten Part und da machen wir direkt weiter. Wir gehen jetzt mal rein. Oh, und werden direkt von Monstern begrüßt. Na, sauber, das werden ja noch mehr. Hä? Warum konnten wir durch die Frösche durchgehen? Hä? Und das mache ich jetzt mal hoch. Machen wir einfach mal das. Oh, spin to win! Bam! Oh! Was sogar guten Schaden macht, aber keiner ist tot. Okay. Okay, und die fressen die Frösche, oder wie? Hm. Aber jetzt bist du tot. Brav. Geht verdammt nochmal sterben. Keiner hat euch lieb. Ihr seid nur aus Mitleid in diesem Spiel. Yes. Das hat denen den Rest gegeben. Ja, Mann. Chili erreicht eine... erreicht die nächste Stufe. Okay, aber... wir geben der Kane jetzt den Hastgurt, weil er ist einfach nur scheiße langsam. Der ist so langsam, dass wir schneller kacken, als er rennt. Na ja, okay. Speeches. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt mal. So, der geht. Gudrun geht auf die Schlange und da Ken und ich. Da Ken und Chili, wir kümmern uns um den. Ja, um die alle und so. Komm schon, Gudrun. Mach uns stolz. Hm? Ist das so ein letzter Angriff oder wie? Ich verstehe es nicht. Ne, es scheint nicht so eine Art letzter Angriff zu sein. Aber wenn diese Schlange weiter so macht, ist bald nur noch sie da. Soll uns recht sein. Zack. Na gut, jetzt ist der Frosch zuletzt da. Aber auch dieser stirbt. Die geben mittlerweile richtig gute Technik, richtig viel Technikpunkte. Ha. Huh. Aber hier scheint doch nichts zu sein. Scheine ich mich wohl zu irren. Weil ich der Meinung war, dass hier in dem Wald eigentlich ja, etwas ist, sag ich mal. Hm. Muss ich überlegen. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage der Frage, der Fragen. Das ist die 1-Million-Euro-Frage bei Günther Jauch. Hm. Denk, denk, denk. Wo könnte oder wo müssten wir hin? Hm. 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 Egal. Wir werden schon was finden und da drin. Huch. Ah, ich verstehe. Ein Versteck. Wer ist da? Ah, da ist ja wieder Froggy, der Emo-Frosch. Du, Chili. Bist du hier, um deine Fähigkeiten im Fechten zu verbessern? Ach, wir gehen erstmal an dir vorbei und... huch, wir können die Kisten nicht aufmachen. Wie? Der König ist verletzt? Ich verstehe. Bitte geh. All dieweil ich nichts tun kann. Emo. Der Held bin ich nicht. Nichtig sind meine Taten. Hm. Emo-Frosch. Emo-Froze.
Gehen wir mal rein, raus und wieder rein. Sagt er jetzt was anderes? Nee. Hm. Ach, kommt her. Wir nötigen euch zum Training. Oder uns als Training zu dienen. Muhahaha. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Zack. Ah. Jetzt mal wieder eine schöne Steigaktion machen. Ach, das tut gut. Was zur Hölle? Okay, normalerweise nimmt der, saugt der aber doch nicht so viel Life weg. Hm. Jetzt frisst er den auf.